Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich hoffe, es geht euch gut, weil dann ist alles in Ordnung. Ja, ich habe heute mal für euch ein kleines Video vorbereitet, ein kleines Commentary von GTA 5. Viele haben sich ja gewünscht, dass ich wieder spiele GTA. Nun ja, ich habe mal wieder Bock zu spielen. Heute ist ja auch ein ganz besonderer Tag. Heute ist der sogenannte Valentinstag, und zwar in GTA. Und dafür gibt es natürlich neueste Waffen. Und diese Waffen, die wollen wir uns doch mal anschauen. Zumindest habe ich mitbekommen, dass es natürlich neue Waffen gibt. Aber Waffen kann ich mir nicht einfach so kaufen. Dazu brauche ich einen Waffenladen. Und den muss ich mir erstmal hier zurechtsuchen. Auf dieser unübersichtlichen Map kann es natürlich schon ein bisschen dauern, bis ich den Waffenladen habe. Aber ihr werdet im Hintergrund dieses GTA 5 Gameplay sehen. Es ist ein live kommentiertes Gameplay. Und heute werde ich über Julians Blog reden. Und habe einfach mal das Bedürfnis, über diesen Menschen zu sprechen. Und will gar nicht irgendwie den Menschen schlecht machen, aber nur auf seine Fehler hinweisen, die er natürlich macht. Julians Blog ist ein YouTuber, der fast 1 Million Abonnenten hat auf YouTube. Und er macht ja verschiedene Analysevideos und auch verschiedene Rap-Battle. So, aber was ich natürlich sehr schade finde, dass er seinen Kanal wirklich versauen tut, indem er zum Beispiel sich lustig macht über behinderte Leute oder lustig macht über homosexuelle Leute. Und da denke ich mir wirklich, muss das denn wirklich so sein? Julians Blog ist ein Kanal, der natürlich provoziert, und man darf diesen Kanal natürlich auch nicht wirklich zu 100% ernst nehmen. Fangen wir zum Beispiel an mit seinem Kommentarstil. Das ist natürlich nicht so, wie sagt man, ehrlich kommentiert, sondern das ist natürlich alles so auf perfekt getrimmt. Zum Beispiel, hallo, jetzt bin ich hier in dem Waffenladen von GTA 5. Ja, so sieht das aus. Das hier ist die Pistole, das ist die Haftbombe und das ist ein Kanister. Das ist ein Widerhaken und das hier ist auch Widerhaken. Das hier ist, glaube ich, eine Schrotflinte und das sieht aus wie eine Glasflasche. Das könnte Johnny Walker Red Label sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, so redet er etwa. Und das ist natürlich für mich persönlich überhaupt nicht mein Geschmack, weil ich das überhaupt nicht cool finde, wenn man, wie sagt man, wenn man sich verstellen tut. Und das macht ja Julians Blog, will ihn aber, wie schon gesagt, natürlich jetzt hier nicht schlecht machen, sondern auch nur auf die Fehler hinweisen, die er macht. Über Behinderte lästern, über eine Mutter zu reden, die ihr Kind verloren hat, das finde ich auch unterste Gürtellinie. Und das, was ich wirklich anprangere, ist auch, dass du keinen Respekt vor den Toten hast, dass du zum Beispiel hingehst und in dein Titelbild bei YouTube eine Person packst, zum Beispiel, die ihr Kind verloren hat. Ich kann mich nämlich erinnern, dass auf einem Bild die Mutter zu sehen ist mit einer Kerze. Mich hat das persönlich berührt, aber das kommt einfach nicht, das macht man einfach nicht, dass die Mutter, die ihr Kind verloren hat, auf ein YouTube-Titelbild zu packen, für sich, ja, um dafür dann Klicks zu bekommen. So, ich habe mich, glaube ich, jetzt ein bisschen verdrückt bei der ganzen Sache. Ihr könnt aber auch gerne mal schreiben, was ihr von dem YouTube-Kanal Julians Blog haltet. Ich habe nur meine Meinung gesagt und meine Meinung auch geäußert. Der PlayStation Store ist gerade nicht erreichbar. Ich glaube, ich weiß, was ich gemacht habe. Und zwar wollten die Geld von mir. Und das ist auch eine ganz billige Masche von Rockstar. Und Rockstar sagt selbst, dass das alles in Ordnung wäre, dass das Gleichgewicht doch da sein muss. Eine unglaublich billige Masche von Rockstar, Leute. Gebt diesen Rockstar Games bitte kein Geld. Die verdienen Milliarden. Milliarden. Durch diese Spiele und durch Werbung nochmal hunderte Millionen. Das ist unglaublich krank, unglaublich asozial, dass sie Geld, echtes Geld dafür verlangen. Aber das ist natürlich schade, dass Rockstar so etwas tut. Ja, das war jetzt eigentlich meine Videoanalyse zu Julians Blog. Munition haben wir immer noch nicht.
Die möchten unbedingt mein Geld haben von Rockstar. So, ja. Ich schaue gerade auf meinen YouTube-Kanal. 1000 Abonnenten immer noch. Wow. Oh nein, 1100. Ups, ich habe mich um 100 Abonnenten verschätzt. Hätte mich auch gerade gewundert, dass ich immer noch bei 1000 Abonnenten rumgammel. Nun ja, wie schon gesagt, mir geht es gar nicht um Abonnenten. Du kannst deine. Ach, guck mal, ganz billige Masche. Du hast nicht genug Geld. Ach so, ich habe nicht genug Geld. Da ja, hätte ich mal lieber den Text gelesen, dann wäre das mir nicht passiert. So, ich habe nicht genug Geld. Okay, $50, da muss ich mir das Geld wahrscheinlich beschaffen. So, wie manche YouTuber. So. So. Zack. Aber der hat leider kein. Doch, der hat Geld dabei. Der hat Money dabei. Irgendwie verstehe ich das Spiel nicht. Ich habe gerade Geld eingesammelt, aber auf meinem Konto ist nichts. Ist nichts, ist nichts, ist nichts. Komisch, komisch. So. Der ohne Geld könnt ihr GTA sowieso vergessen, weil das Spiel dann nach einer bestimmten Zeit auch keinen Spaß mehr macht. Geld ist wirklich unglaublich wichtig. Es zu bekommen ist aber deutlich schwerer. Ihr seht schon, früher konnte man die Leute hier noch einfach so verprügeln und die haben ihr Geld losgeworden, sind ihr Geld losgeworden. Aber heute sieht man wirklich, dass die Charaktere kein Geld mehr scheißen. Und das zeigt doch wieder, dass sie nur auf eins aus sind. Jaui. Och, der Sanitäter hat mal Geld dabei gehabt. Super. So, jetzt können wir nämlich da rein in den Ammunition und uns endlich Munition kaufen. So sieht es nämlich aus. Ja, ich wollte ja noch einen YouTuber erwähnen. Und zwar einen YouTuber, der fast jedes Video kommentiert und teilt auf sozialen Netzwerken. Und das ist game.com. Erstmal moin moin game.com. Und zwar, ich wollte mal fragen, wie du eigentlich mit vollem Namen heißest. What the shit, Mann. Das ist natürlich jetzt nicht so easy. Ja, lieber game.com, schreib doch mal in einen Kommentar, was dein Name ist. Würde mich einfach mal interessieren. Aber ja, ich bin übrigens der Florian. Wenn du es noch nicht weißt, weiß es. Das ist gut gedeutscht. So. Die lange Mission zur Munition hat sich jetzt fast 7 Minuten hingezogen. Wir haben über Juliens Blog diskutiert, über Rockstar Games, die Kunden abzocken und über 1000 Abonnenten. Wir haben über game.com gesprochen, wie ihr wahrscheinlich mit Namen heißt. Ammunition hat geschlossen, kommt bitte später wieder. Das sehe ich bestimmt nicht ein. Ich habe das Recht, jetzt eine Waffe zu bekommen und wenn ich keine bekomme, dann muss halt der Typ dran glauben. Also, ganz ehrlich, von Valentins DLC habe ich bisher noch nicht viel gesehen. Ich bin eigentlich enttäuscht. Die Leute, die ich verprügelt habe, spucken kein Geld aus. Das ganze Spiel spinnt ein bisschen. Jo, aber trotzdem ist ein cooles Spiel. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Und die nächste Runde, da habe ich wahrscheinlich wieder Geld am Start. Hoffentlich. Ciao.